lassen wir das Licht mal an. Wir müssen ja die Stromrechnung nicht zahlen. Okay. Hier geht's auch runter. Ist das hier die Aussichtsplattform? Ja, nun gut. Ich sehe die Antenne jetzt überhaupt gar nicht mehr. Aber ich glaube, dass... Was ist hier los? Nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir umtreten sollen. Sollten einfach. Aber ich glaube, das kommt nicht in Frage. Hallo? Wohnt hier jemand? Sieht schon etwas kaputt aus, ne? Also machen wir halt noch ein bisschen mehr kaputt. Oh. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Ich glaube, das ist der einzigste Sender, der hier heute läuft. Night Springs. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So. Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Sein Gesicht war hässlich. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Keine Angst. Sie Bastard! Was? Hoi. Erschießen Sie mich? So, ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nicht. Vielleicht sehen Sie mich. Vielleicht im Spiegel. Also, wenn die alle hier das Fernsehprogramm gucken, da wundert mich hier nichts mehr, ne? Jetzt erklärt sich, warum die alle so ein bisschen neben der Spur sind. Wir gehen jetzt mal einfach weiter zum Treffpunkt. Pwn. Telefon. Okay, geht ein Wanderweg nach oben.
vielleicht schauen wir uns mal kurz hier um. Do not feed wildlife. Bitte füttern Sie nicht die Wildtiere. Welche Tiere? Vögel. Vögel. Wilde Vögel. Ich sehe ein WC-Häuschen. Ganz unten. Ganz unten. Ein Dixie-Haus. Das mysteriöse spukende Disney Dixie-Haus. Ach, guck an. Seite. Helfen können, aber höre ihn nicht mehr. Doch, da. Er schreit. Rusty. Jetzt, wo ruft er ihn? Oh, da ist doch was. Hallo? Hier hinten. Ich bin hier hinten. Hallo. Jawohl. Mr. Wake? Oh Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. Mein so Vermieter. Dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Ja, der hat schon gut Blut verloren, würde ich mal behaupten. So 50 Liter. Ungefähr. Und sein. Oh, oh. Falscher Knopf. Sein Bein sieht auch nicht mehr so gut aus. Also das war jetzt nicht ich mit meinem Schuss. Das sah vorher schon so aus. Okay, wir laden mal nach. Eine Kugel könnte später über Leben und Tod entscheiden. Ah. Der Hund ist ja auch hier. So. Wir haben einen Schlüssel. Wir sollen die Lichter anschalten. Okay. Dazu müssen wir wahrscheinlich... Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Hier in die Tür. Oh, Manuskript nicht vergessen. Okay, dann schließen wir mal auf. Noch ein Manuskript. Batterien, immer gut. Revolvermunition brauchen wir auch.
kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Nein. Nein, 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 nein. Es wird schon wieder sehr schattig da draußen. Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Rusty? Irgendetwas hat ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. War das Rusty? Bitte nicht die Tiere füttern! Oh nein. Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die eine Angellizenz für den. So ähnlich klingt der doch von der Tankstelle auch. Folgen Sie stets den Anweisungen der Ranger. Rusty, Rusty, bleib cool. Boah. Sie gehen eher als 100 Meter Abwehren und Völker. Ziemlich schnell. Halten Sie zu Hause mit hier. Wo ist er? Da. Ich brauche eine Batterie. Es verstößt gegen das Gesetz, Naturobjekte oder historische Artefakte aus dem Park zu entfernen. Sie ist so weit. Aber irgendwie bist du besessen. Boah. Ach nö. Nein! Oh Mann. So, hier wollte ich noch genau. Kann man noch mal ein bisschen die Munition auffrischen? Also für mich ist ja die zusätzliche Schwierigkeit Maus und Tastatur. Ich bin ja Gamepad gewöhnt. Hab aber keins für den PC jetzt speziell und deswegen spiele ich im Moment mit Maus und Tastatur. Und das macht die Sache nicht gerade einfach. Einfach mal ins Nichts schießen, wenn es laut wird. Man könnte ja was treffen. Die Kugel muss ja irgendwann auch wieder runterkommen, ne? Okay. Oh. Gefahr. Also, Sturzgefahr. Und lieber nochmal nachladen. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst.
Visitor Center, Besuchszentrum. Manuskript. Lowers Peak. Das ist unser Ziel. Da müssen wir hin. Leuchtpistole? Nein, Revolver, Munition und Batterie. Lovers Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Am Ende. Eine Höhle. Aber da gibt's eine Kiste, deswegen schauen wir da mal rein. Hoffentlich keine Fehlentscheidung. Ledermäuse. Oh ja, es war keine Fehlentscheidung. Denn nun nehmen wir die Schrotflinte mit. Hier entlang. Oh. Das Dixie-Klo. Nein. Was war denn das? Da ist noch einer. Oh, und ich treffe natürlich nicht. Nachladen. Oh. Batterie. Sind wir bald da? Ich will aus diesem Wald raus. Oh nein! Ich habe einen zuckenden Zeigefinger. Manuskript.
Oh oh. Irgendwie wird es hier gerade ziemlich schattig und dunkel. Wir laden nach. Oh nein, das gefällt mir nicht. Lover's Peak. Wir folgen einfach mal den Schildern. Weil hier... daran. Sonst finde ich hier nie wieder raus. Ha! Ich wusste es doch. Dem los. Sag mal, stecken die irgendwie mehr ein? Kann das sein? Werden die stärker? Okay, also bei denen ist sogar ein bisschen schneller. Nachladen. Boah. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Boah. Verdammt. Ich vergesse jetzt bestimmt sehr, sehr viele Manuskripte. Aber ich werde hektisch. Boah. Schieß! Ist alles von mir will. Nein! Aber schnell. Lava's Peak. Nein. Sie kommen wieder. Boah. Wie gut der trifft. Meine Herren. Ich sag doch, ich mag den Wald hier nicht. Ich will hier raus. Ich will zu meinem Ziel. Da geht's lang. Da ist Licht. Anmachen. Schnell. Bleib ja an. Nicht ausgehen. Leuchtpistole? Okay, besser als nichts. Revolvermunition brauchen wir auch. Okay. Fast wieder übersehen. Die nehmen wir noch mit. Bäralarm auch noch. Och nö. Hasenzahn Charlie, oder wie hieß der? Okay. Mir so ein bisschen. Nein, ich will die behalten. Hier so ein bisschen Blut rumliegen. Irgendwie wird das hier immer nebliger. Och nö. Das ist ja mal ganz uncool. Jetzt muss ich wieder nachladen. Ich
eingesperrt. Ich komme hier nicht weg. Ah, ich bin gleich tot. Was brauche ich? Muss ich nachladen? Ich habe nur 3 Schuss. Nein! Nein! Hat mich erwischt. Die Nachladenbatterie ist links da. Oh, den habe ich vorher gar nicht laufen sehen. Da läuft der ja schon. Okay. Jetzt nochmal. Der hier braucht am längsten. Irgendwie. Was ist das? Weiß es nicht. Glaube ja. Sollen wir uns da jetzt noch umschauen? Vielleicht eine Seite? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal weiter und hoffen, dass es das jetzt erstmal war hier. Lovers Peak. In diese Richtung. Wo geht's da hin? Ah, das ist, daran sieht man, wie alt so ein Baum ist. Das ist schon wahnsinnig, wie alt Bäume werden können, ne? Steine alt, alt wie ein Baum. Okay, dann gehen wir den Weg. Nein, wir gehen den Weg hier nicht. Oder doch? Doch, wir gehen den Weg. Da ist ein Manuskript. Okay, wo bin ich? Wo steht Visitor Center? Lovers Peak? Oh, das ist ja am ganz anderen Ende. Ich hoffe, ich bin jetzt schon weit genug. Denn ich habe keine Ahnung, wo wir momentan stehen. Weiß es nicht. Hier vielleicht, wir könnten auch da sein. Da ist ja kein Punkt. Leider. Leider nicht. Ah, wir sind an einer Bahn. Okay. Ob die noch funktioniert? Man weiß es nicht.